Die Gurkha Trenta wollte ich noch eben vorstellen. Gurkha Trenta haben wir letztes Jahr bekommen. Die Zigarre war geplant, kam raus zum 30-jährigen Jubiläum von Kaiser Hansotia, der Gurkha seinerzeit gekauft und übernommen hat. Und der Kaiser Hansotia hat sich allerdings 2019 von Gurkha schon verabschiedet, war dann so ein bisschen das Aushängeschild der Grüß August, wie man so schön in Deutschland auch sagt, nicht? Und Jim Colucci hatte die Firma gekauft, bekannt von der Marke Syndicato, und hat aber dem Kaiser Hansotia noch die Möglichkeit eingeräumt, seine Jubiläumszigarre dann zu seinem 30-jährigen Jubiläum rauszubringen. Und da gab es dann was ganz Besonderes. Die Trenta in dieser wunderschönen Kiste mit einem Schloss, das auch funktioniert, war die erste Zigarre, die Gurkha bei Aganorsa machen ließ in Nicaragua, in Jalapa sind die. Das sind Leute, die spezialisiert sind auf den Anbau von Tabak. Und mittlerweile haben sie in Amerika auch eine eigene Zigarre, die sehr, sehr, sehr hoch gepunktet ist. Und sind aber immer noch spezialisiert auf den Anbau von Tabak und die Herstellung von Tabak. Deswegen die Tabake, fast alle von Aganorsa. Das Deckblatt ist ein Ecuador Rosado. Rosado heißt er deswegen, weil der Tabaksamen, wenn er in den Boden kommt, rosa ist. Das ist also die Bezeichnung, warum es Rosado heißt. Der kommt natürlich nicht von Aganorsa, der kommt aus Ecuador und da haben sie keine Felder. Die Tabake aus Nicaragua, die kommen dann von Aganorsa und da haben wir im Umblatt ein Corojo 99. Corojo 99 ist eine Weiterentwicklung, ist ein Hybrid, ist schwierig zu sagen. Man hat die Tabakpflanze einfach weiterentwickelt von Jahr zu Jahr und das Ziel ist, eine Resistenz aufzubauen gegen Schimmel zum Beispiel, Blauschimmel, gegen Insektenfraß, gegen Wassermangel, aber auch die Blätter entsprechend größer zu züchten, um einen höheren Ertrag zu bekommen. In der Einlage haben wir dann aus Nicaragua ein Corojo 99 und Criollo 98, zwei artverwandte Tabake, die in der Familie wiederum zusammengehören. Beide in Nicaragua sehr, sehr gern gepflanzt und für die Einlage, fürs Umblatt sehr, sehr gern hergenommen. Auch hervorragende Deckblatt-Tabake. Und in der Regel haben wir da Tabake, die so ein bisschen kräftiger, also ein bisschen voluminöser sind, eine leichte Würze haben. Und durch das Ecuador Rosado-Deckblatt haben wir hier aber auch eine Cremigkeit und eine Runde mit in dem ganzen Zigärchen drin. Zigärchen ist gut, ne, bei der Größe. Und haben wunderbar cremigen, angenehmen Rauch. Vielleicht noch einmal zu Gurkha zurück. 1887 wurde die Firma Gurkha in Indien von den Engländern zu Ehren der Gurkha-Krieger gegründet. Gurkha ist ein Dorf in Nepal und in der englischen, britischen Armee sind die heute noch eine Spezialeinheit. Und als Kaiser Hansotia dann vor 30 Jahren die Firma Gurkha gekauft hat, hat er natürlich den Namen, die restlichen Zigarren und die Geschichte mitgekauft und sah sich auch immer sehr verpflichtet den Uniformierten in den USA und spendet grundsätzlich Zigarren oder hat Zigarren an die Streitkräfte gespendet und seit 2016 unter anderem auch für die Delta Force, eine der bedeutendsten Spezialeinheiten der Amerikaner. Und wenn man heute Bilder sieht von Spezialeinheiten der USA, die irgendwo im Einsatz sind, dann stehen die ganz oft mit Gurkha-Fahnen da und kriegen dann eben von Gurkha ihre Zigarren geschickt. Das hat in Amerika auch eine Tradition, es wird ja auch Zigarren gesammelt von Cigarette for Warriors etc. Und Gurkha ist da eben eine der Firmen, die sich da sehr, sehr stark mit beteiligt und das aber auch entsprechend öffentlich macht, wobei kaum eine Firma in Amerika da nicht mitmacht. Wer sowas rauchen möchte, nicht ganz so kräftig, eher untermittelkräftig noch, eher cremig und eigentlich genau das Richtige, wenn man noch einen schönen, ausgewogenen Smoke haben will. Viel Spaß damit.